Neuer und größer will sich das Einkaufszentrum City Park ab Ende nächsten Jahres präsentieren. Seit gut einem Jahr wird auf dem Gelände im Herrenholz deshalb rund um die Uhr gebaut. Und das alles bei laufendem Betrieb. Eine echte Herausforderung, wie Architekt Markus Derfler erzählt. Und das ist ja ein bisschen auch eine Herausforderung, dass man immer Bauen im Bestand hat, während des laufenden Betriebes. Die Geschäfte müssen ja weiterlaufen. Und mit diesem Trick, sag ich mal, dass man zuerst vor das alte Haus baut, die neue Ladenstraße hinbaut, die neuen Geschäfte hinbaut, dann eröffnet und dann geht man sozusagen in einen nächsten Schritt hinein und reißt den bisherigen Teil dann eben ab, schrittweise auch, und baut wieder neu auf. Am Donnerstag präsentierten die City Park Geschäftsleitung und der Architekt den fertiggestellten ersten Bauabschnitt. Ende 2016 sollen auf einer Verkaufsfläche von 35.000 Quadratmetern rund 90 Geschäfte Platz finden. Auch ein H&M und ein CB-Modemarkt werden dann hier einziehen. Warum der Neu- und Umbau des Shoppingcenters an der A1 notwendig war, erklärt der Architekt so. Alles muss heller werden, lichter werden, kundenfreundlicher werden. Man sieht ja doch, es ist jetzt eben 20 Jahre ein bestimmter Style gewesen, der war in den 90er Jahren, sag ich mal, auch sehr schön und wunderbar, aber eben im Handel lebt das ja durch den Wandel, muss man ja auch sagen. Der Onlinehandel ist auch ein Thema, wo man sagen muss, da muss man eben mitarbeiten. Das muss etwas sein, wo der Kunde sagt, er kommt gerne hierhin. Die Einkaufscenter sind in der heutigen Zeit die modernen Marktplätze. Sie übernehmen zum Teil eben Aufgaben aus Innenstadtbereichen selber und sind eben auch Erlebniswelten. Mit dieser neuen Erlebniswelt steigt dann ab 2016 auch der Konkurrenzdruck für die Geschäfte in der Lübecker Innenstadt. Am Rande der Präsentation sagte Bürgermeister Bernd Sachse dazu: Natürlich ist immer Konkurrenz da. Wir sind eine wettbewerblich orientierte Wirtschaft, eine wettbewerblich orientierte Gesellschaft. Natürlich ist das auch Konkurrenz. Ich glaube aber, dass letztlich beide nebeneinander leben können, weil das eine ist das Einkaufserlebnis in der Innenstadt, in der Fußgängerzone, und das andere ist der schnelle Einkauf hier mit der Nähe zu den Parkplätzen. Also beides kann nebeneinander leben und beides gemeinsam muss versuchen, gegen den wachsenden Internethandel zu bestehen. Die Investitionskosten für den Neubau liegen laut Geschäftsführung bei rund 120 Millionen Euro.